So, hier den letzten Orden. Super. Wir können unseren Weg fortsetzen in die Siegerstraße. Und hier gibt es jetzt unseren letzten Encounter in der Siegerstraße. Ich hoffe, wir haben ein Pokémon mit Stärke. Nach dem Pokémon... Oh mein Gott, liebe Leute. Ich muss es haben. Es ist ein... Servus Leute und herzlich willkommen bei Pokémon Champ. Ich bin der Stefan und heute, liebe Leute, geht's weiter mit unserer Pokémon Randomized Nuzlocke. Wir sind hier letztens stehen geblieben. Ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen. Wir sind hier letztens stehen geblieben in Vertania City. Wir haben uns den 8. Orden geholt. Und wir können jetzt losgehen Richtung Pokémon Liga, meine Freunde. Wir haben es nämlich geschafft. Wir haben jetzt alle 8 Orden. Wir haben... Unsere Pokémons sind am Limit. Nein, ist am Limit nicht, aber sie sind ziemlich gut. Sind alle Level 45 plus. Mal gucken, wie sie das entwickelt. Bevor wir aber losgehen in Richtung Siegesstraße, kaufen wir nochmal ein. Und zwar brauchen wir... Oh, ein Junge. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch Items. Fliegen. Wir fliegen am besten zur Zinnoberinsel, da können wir am meisten kaufen. Hypertränke, Beleber brauchen wir natürlich nicht, weil wenn ein Pokémon stirbt, dann sind wir im Arsch. Wie viel Hyperbälle. Hypertrank. Okay, Hypertränke haben wir 6 Stück. Da brauchen wir definitiv ein paar mehr. Nehmen hier jetzt am besten mal noch 14 Stück mit. Da haben wir 20. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht schlecht. Und Topschutz. Da gönnen wir uns auch nochmal 16 Stück. Sicher ist sicher. Und wir verkaufen jetzt mal, liebe Leute. Wir können echt hier mal gucken, was wir alles an Schmarren haben, den wir nicht brauchen. Gegengift ist eigentlich immer gut. Herzschuppe brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Verkaufen wir. Äther. Erhöht die AP. Abisszahn brauchen wir nicht. Weiße Flöte brauchen wir nicht. Was macht Weiße Flöte? Ja, Weiße Flöte brauchen wir nicht. Nee. Seidenschal. Behalten wir uns mal einen für Relaxo vielleicht. Superschutz, Schutz, Eisheiler, Holzkohle, Top-Elixier, X-Tempo, verkaufen wir. Grüner Schal, verkaufen wir. Feuerheiler. Tafelwasser, Protein. Giftstich, ewiges Eis, Küstensalz. Okay, Paraheiler, Sternenstück zweimal, das ist gut. X-Angriff können wir verkaufen. Rauchball können wir verkaufen. EP-Teiler, die haben wir auf. Sanftglocke. Heben wir uns mal auf. Upgrade können wir verkaufen. Top-Äther. Brauchen wir Sonnenstein, heben wir auf. Mentalkraut. Verkaufen wir. Alksabwehr verkaufen wir. Elixier nicht. Schwarze Flöte. Kaufen wir. Hyperheiler, Top-Genesung, Metallstaub. Brauchen wir nicht. Zink heben wir uns auf und einen Mondstein, den heben wir uns auch auf. Okay. Jetzt einfach mal ein bisschen das unnötige Zeug hier losbekommen. So, Tränke haben wir uns gekauft. Schutzhammer, Hyperheilerhammer. Dann fliegen wir jetzt nach Vertania City und kämpfen gegen unseren Rivalen. Gegen Blau. Kurz davor heilen wir nochmal ganz schnell. Mal die ganzen Vorbereitungen noch treffen. Wir gehen dann eh nochmal zurück, wenn wir Blau besiegt haben, bevor wir dann in Richtung Siegesstraße gehen.
Gucken wir mal, ich bin mega gespannt, Leute. Ich bin mega gespannt, wie dieser Kampf verlaufen wird gegen Blau. Wird er doch. Und das letzte Mal, dass wir gegen Blau, dass wir auf Blau treffen, vor dem Pokémon. Oder das nächste Mal, wenn wir auf ihn treffen, ist er Pokémon Champion. So muss man es auf jeden Fall sagen. Und auf geht's. Da kommt er schon, unser Blau. Was, Stefan, was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon Liga, oder? Du besitzt doch auch alle Orden. Das ist cool. Stefan, ich werde mich für die Pokémon Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Also, gucken wir mal. Liebe Leute, gucken wir mal, wie es laufen wird. Er hat 6 Pokémon und das erste ist ein Capoeira. Auf Level 47. Oh, Junge. Puh. Scanner. Okay, Scanner, glaube ich, schützt vor Spezialattacken. Von dem her dürfte jetzt Surfer nicht stark getroffen haben. Ich setze erstmal Regentanz ein. Das ist vielleicht eine gute Idee. Okay, er setzt hier Agilität ein, damit es die Geschwindigkeit erhöht. Die Initiative steigt stark. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Surfer auf unserer Seite. Turbodreher. Gucken wir mal, was das Schaden... Okay, das macht nicht viel Schaden hier. Vor diesem Capoeira dürfen wir und machen uns nicht zu viel Sorgen machen. Und es setzt wieder Scanner ein. Gott verdammt. Gefällt mir nicht. Nochmal Scan. Ach Junge, komm schon. Was ist das denn? Verarschen kannst du dich selbst. Turbodreher. Okay, jetzt gehört es uns. Capoeira ist schon mal besiegt, liebe Leute. Das wird echt ein könnte echt ein harter Kampf werden. Capoeira ist erste Pokémon auf Level 47. Jetzt kommt ein Parasekt, da wechseln wir auf Altaria. Beziehungsweise Hans-Peter. Hans-Peter kann nämlich fliegen gegen Käfer-Pokémon. Sollte das gar nicht so verkehrt sein. Auch auf Level 47. Und wir setzen uns Fliegen ein. Okay, es setzt Wachstum ein. Mal gucken. Spezialangriff steigt. Aber ich hoffe, dass es mit einem Schlag... Ja, es ist mit einem Schlag besiegt. Sehr gut gemacht, Hans-Peter. Sehr, sehr gut. Kannst sogar ein Level-Up für ihn geben. Oh ja, Level 46. Ein Azumarill. Wir haben immer noch kein Donner-Pokémon. Nervt mich etwas. Es nervt mich minimal. Wechsle ich jetzt aber mal auf Tor. Auf Level 51 denke ich, lerne da was. Ich denke es und ich hoffe es. Ein Sandsturm, verdammt. Ja, der Sandsturm trifft uns jetzt natürlich beide. Gucken, was das Schaden macht. Ah ja. Okay, ist jetzt Regentanz ein. Und Donnerblitz wäre so geil für Tor. Ich könnte es euch nicht sagen, wie ich das feiern würde. Ein Tor, ein Donnerblitz. Oh, Risikotackle. Okay, das hat nicht zu viel Schaden gemacht. Und Saturmerell ist besiegt durch einen Rückstoß. Perfekt! Was will man mehr? Und Tor versucht zu lernen. Nichts. Hahaha. Super. Ein Krakelo kommt als nächstes. Wechsel zu Tina. Level 45. Okay. Krakelo sollte nicht zu viel Schaden anrichten können gegen Tina. Ja, ganz genau, so habe ich es mir nämlich auch gedacht. Und der Flammkörper trifft auch noch. Jetzt haben wir eine Verbrennung und Egelsamen. Perfekt. Auf eine einzige Runde. Das ist super. Das ist super. So, machen wir eine Hornattacke. Oh yes, und ein Volltreffer auch noch. Oh Junge. Tina dreht auf, Leute. Was ist das denn?
Level 46. Als nächstes kommt ein Gengar. Okay, ich bleib mal mit Tina drin. Und hoffe, dass wir hier mit Psychokinese punkten können. Ich hoffe es. Spukball. Oh Junge, ich habe etwas Angst. Ah, okay. Wir sind ja... Sind Geisterattacken nicht effektiv gegen Psycho-Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte eigentlich schon. Oder sind sie nicht effektiv gegen Stahl-Pokémon? Das könnte vielleicht möglich sein. Und deswegen sind wir nicht... Oh, Junge, Mann. Ein Pudox kommt als nächstes. Na gut. Ich weiß jetzt schon, dass wir mit Tina ziemlich aufdrehen können. Das wird einfach absoluter Hammer. Level 53 ist Pudox. Puh. Okay, wir sind aber trotzdem schon mal schneller. Das ist schon mal sehr gut. Da bringt ja auch den Silberhauch nicht viel. Pudox. Sehr gut. Lichtschild. Spezialverteidigung. Das bringt ja nicht viel bei Fliegen. Ist hier nämlich noch eine normale physische Attacke und fällt daher unter den Angriff. Ja, und Pudox ist besiegt. Sehr toll. Wir haben es fast geschafft gegen Gary, denke ich mal. Wir haben ihn geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben ihn zu easy besiegt. Gutes Aufwärmtraining. Bla 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 bla. Du bist ein Loser, Blau. Du bist echt ein Loser. Okay, wir gehen hier nochmal. Gibt es hier was garantiert was zu finden? Hier muss es was zu finden geben. Nee? Wieso sonst sollte man hier hochgehen können? Okay, schade. Okay, wir gehen nochmal kurz zurück ins Pokémon Center. Wir können uns im Übrigen auch hier dann wieder unser letztes Pokémon, glaube ich, fangen. Ich glaube, unser letztes Pokémon. Dann haben wir überall eins gefangen. Ich glaube, wir können uns hier unser letztes, die letzte Chance, hier nochmal was richtig Dopes. Wir haben auch noch Meisterball übrig. Also. Und wir können uns den statischen Encounter holen. Aus Lavados. Oder ist Lavados hier eigentlich noch? Ich glaube schon. In der Ding, wir könnten uns hier noch Lavados dann holen. Theoretisch. Praktisch. War das jetzt eine neue Route? Ja, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Und es wäre sowieso ein Sanganabiss. Auf Level 3. So. Und jetzt gehen wir hier erstmal hier durch. Felsorden, du kannst weitergehen. Route 23, okay, das ist eine neue Route. Hier können wir ein Pokémon fangen. Und in der Höhle, dann können wir insgesamt zwei Pokémon noch fangen. Zwei neue Pokémon noch fangen. Sehr gut. Donnerorden. Setze deinen Weg fort. Farborden haben wir auch. Okay, setze deinen Weg fort. Die können wir hier surfen. Wenn uns hier jetzt ein Pokémon begegnet, ist unser nächster Encounter, unser nächstes Pokémon, Seelenorden, passt. Wir können unseren Weg fortsetzen. Sumpforden haben wir auch. Können wir auch vor unserem Weg fortsetzen. Und hier können wir uns jetzt unser Pokémon fangen. Ich bin mal gespannt, was es wird, Leute. Drückt uns die Daumen. Oh, nochmal. Wir haben schon Tavos. Wir können uns hier nochmal eins holen. Wir haben schon Tavos und das fällt unter die Artenregel quasi. Das heißt, wir können nochmal ein Pokémon encountern. Wir bekommen nochmal eine Chance, ein neues Pokémon zu fangen. Und wir gucken, was es ist. Und es ist ein Tanhel, was eigentlich auch unter die Artenregel fällt. Da wir schon Metagross jetzt haben. Von dem her, ein dritter Versuch. Was haben wir hier denn für Pech oder Glück, dass wir in ständig Pokémon rennen, die wir schon haben? Okay, ich fordere das mal nicht heraus und gehe einfach mal nach vorne. Gehen einfach mal weiter. Ich will hier die Zeit nicht verschwenden. Vulkanorden tragen wir, können wir weiter. Okay, hier gibt es nämlich auch nochmal eine Wiese. Und hier oben geht es dann, glaube ich, in den, genau, in die Siegerstraße. Also hoffen wir, dass wir jetzt hier nochmal was anderes als ein Tanhel oder ein Tavos fahren können. Ansonsten
werde ich das Tannhell fangen, weil es sich entwickelt. Also wir gucken jetzt nochmal. Ups, na ganz gut. Ich habe zwar das Handy auf Stumm gestellt. Okay, es gibt ja anscheinend nur Tarbos und Tannhells zu fangen. Was etwas schade ist. Oh, ein Relaxo. Willst du mich verarschen? Das kann nicht dein Ernst sein. Wir haben sogar zwei Relaxos. Wir haben sogar zwei Relaxos. Okay, wenn jetzt das Tannhell kommt, dann fange ich das Tannhell. Ein Formio. Okay, wir müssen ein Formio fangen. War ganz toll. Ich guck mal. Wenn es überlebt, dann wird es gefangen. Okay. Regentanz. Jetzt bekommt es normalerweise auch dann die Regenform. Nee, Schmalen bekommt es nicht, weil es eine andere Fähigkeit hat. Oh Junge, Formio ist hier komplett nutzlos. Wisst ihr was? Ich brauche kein Formio. Es entwickelt sich nicht. Ich passe hier einfach. Die Fähigkeit fehlt, damit es seine Form ändern kann. Von dem her, nee. Das brauchen wir nicht. So, hier den letzten Orden. Super. Wir können unseren Weg fortsetzen in die Siegerstraße. Und hier gibt es jetzt unseren letzten Encounter in der Siegerstraße. Ich hoffe, wir haben ein Pokémon mit Stärke. Nach dem Pokémon. Oh mein Gott, liebe Leute. Ich muss es haben. Es ist ein Nachtara. Leute, wir sind hier in. Ich muss es haben. Sofort. Sofort. Leute, ich brauche es. Ich brauche es sofort und das Ding kommt in unser Team. Ich schwör's euch. Ich brauche dieses Pokémon. Sofort. Absolut. Ich weiß, es ist jetzt etwas komisch. Was? Er wirft einen Meisterball auf Nachtara? Ja, ich werfe. Nachtara ist mit Abstand mein absolutes Lieblings-Pokémon. Mein absolutes Lieblings-Pokémon. Ich muss hier gleich mal meinen Ordner, meinen Pokémon-Kartenordner zücken. Die erste Karte in meinem Ordner, ganz vorne. Die erste Karte, auf die man guckt, wenn man diesen Ordner öffnet, ist das hier. Eine Nachtara Full Art Karte aus Schicksalsschmiede. Ich liebe Nachtara. Ich hätte mir niemals gedacht, dass wir in der Nuzlocke in verdammtes Nachtara rennen. Ich bin... Boah, Leute, was ist das denn? Ich habe auch ein Nachtara im Übrigen... Nee, habe ich nicht. Da habe ich ein Felinara in meiner Sonne im Mond, meinem Sohn im Mond gespielt. Aber ich habe ein Nachtara, ist der Shit, Leute. Ich glaube, in Pokémon Y habe ich mit einem Nachtara gespielt. Okay. Ja, wir geben Nachtara einen Spitznamen. Und zwar Shadow. Shadow ist der perfekte Spitzname für ein Nachtara. Und wir machen das klein. Wieso geht eigentlich meine Viereck-Taste von meinem Controller nicht mehr? Ich finde das etwas... Ich brauche hier einen neuen Controller langsam. Ich spiele im Übrigen mit meinem PlayStation-Controller. In welchem Spiel hatte ich zum Schluss einen Nachtara? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Wir haben Nachtara gefangen. Das gibt's dann in der nächsten Episode. Kurz vor der Pokémon-Liga trainiere ich dieses Nachtara dann noch. Leute, ich bin so happy. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich könnte gerade schreien. Wirklich. Ein scheiß verficktes Nachtara. Okay, ich hab's gesagt. Jetzt habe ich auch noch hier. Wir haben kein Pokémon mit Stärke. Wo sind die VMs? Oben oder unten? Ich glaube oben. Wir müssen jemanden Stärke lernen. Wir lernen Michael Stärke. Wieso? Lehmsula. Aurora Strahl war eigentlich immer so. Was sind die Stats eigentlich? Ich verliere ihm Aurora Strahl, denke ich.
80 Stärke als Stärke. Wir haben Lehmschuss und Lehmbrühe. Wir brauchen keinen Aurora-Strahl. Aurora-Strahl kann ja Suicune zusätzlich noch und wesentlich besser auch noch als Michael. Und Michael ist sowieso eher der Mann fürs Grobe. Von dem her, er tritt auch in die Fußstapfen von Tim. Von Tim Wiese. Der wäre der ideale Typ gewesen, um hier diese Felsen rumzudrücken. So. Dieses Rätsel hier zu lösen ist nicht schwierig und das dürfte ich eigentlich auch noch im Kopf haben. Von dem her. Oh, Junge, habe ich nicht einen Schutz eingesetzt? Boah, das wäre natürlich auch super nice gewesen, Leta King. Ich hoffe, ich kann fliehen. Flucht unmöglich. Oh Gott, es kann Konter. Können wir hier irgendwie fliehen? Ich probiere es jetzt noch einmal. Flucht unmöglich. Okay, ich packe in der nächsten Runde. Ach, verdammt, wieso verklicke ich mich immer wieder? Ich packe in der nächsten Runde. In nächsten Ding. Zapdos nach vorne. Denn Pokémon auf Level über 46, glaube ich, rennen wir hier nicht. Dreschelfliegel. Dreschfliegel. Dreschfliegel heißt. Okay. Durch Einsatz von Angsthase. Aha! Okay, der Schalter wurde aktiviert. Wir packen Tor nach vorne. Und wir können hier oben, glaube ich, noch... Nee, wir können hier oben nichts machen. Wir müssen hier nach oben. Oh, und gegen diesen Trainer kämpfen. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Oh, ich glaube es nicht, nur ich weiß es, meine junge Dame. Oh, ein Tornupto. Auf Level 42. Oh. Das schreit nach einem Pokémon-Wechsel. Und zwar für... Ich wechsle Wegsperre. Ach komm. Okay. Na gut. Dann machen wir es halt so. Na, mit Bohrschnabel. Und das Tornupto ist besiegt. Und jetzt können wir dann auch austauschen. Ein Arktos kommt als nächstes. Ein Arktos ist Flug und Eis. Das heißt, es hätte die Schwächen Feuer und Blitz und Stahl und keine Ahnung was noch. Also Michael ist auf jeden Fall die falsche Wahl dafür. Tina wäre eine gute Wahl. Tina ist eine gute Wahl. Das ist ein Stahl-Pokémon, haben zumindest Eisattacken keine besonders große Wirkung. Und es ist auf Level 42. Okay, setzt Agilität ein. Kann es, wird es schon mal schneller. Und Pulverschnee. Aber wie gesagt, Pulverschnee könnte uns hier nur einfrieren. Aber Schaden macht es nicht wirklich viel. Ganz genau, so sieht es nämlich aus. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Schaden das Psychokinese macht hier. Ich hoffe, es reicht für ein K.O. Ja, es war ein Volltreffer. Perfekt. 1900 EP. Ein Slex, es kommt ein Slimer. Ah, da bleiben wir bei Tina. Sollte mit Psychokinese kein großer Deal sein. Sondern eher ein One-Hit. Yes, und genau so ist es. Ein Donphan kommt. Ein Boden-Pokémon. Da wechseln wir auf Hope. Setzt Surfer ein und dann sollte auch Donphan in 0, nichts Geschichte sein.
Ganz genau so ist es nämlich auch. Relaxo wird als nächstes eingesetzt. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir wechseln wieder auf Tina. Da war als Stahl-Pokémon eigentlich relativ gut gegen Normal-Pokémon ankommen. Und versuchen es mit unserer Stall-Technik. Igelsamen und Giftpuder. Beziehungsweise vielleicht bekommen wir sogar eine Verbrennung. Das wäre eigentlich am nicesten. Ja, wir bekommen die Verbrennung. Gott, er hört uns. Weil die Verbrennung verringert natürlich auch noch den Angriff von Relaxo. Das heißt, er macht jetzt noch weniger Schaden. Und wir können jetzt hier in Ruhe uns das Relaxo vorknöpfen. Es macht keinen Damage mehr. Relaxo hat schon verloren. Tina ist wirklich ja, absolut OP. Okay, er setzt einen Hypertrank ein. Sie zieht es noch hinaus auch. Aber gut, was soll's. Wir haben Zeit. Okay, nach der Runde ist es vorbei. Jetzt kommt zuerst der Igelsamen, dann die Verbrennung und dann ist es Relaxo schon Geschichte. Und wir haben nicht einen KP verloren. Das ist einfach irre. So, 1386 EP. Und wir haben gesiegt. Ich glaube, hier hoch müssen wir. Wobei hier drüben wird es ein Item geben. Das krallen wir uns natürlich. Zwei Items. Und wir müssen uns entscheiden, welches wir uns holen. Ich bin für das hier. Eine Wikibeere, na toll. Ach, hier haben wir noch einen Trainer. Besiegen tun wir hier im Übrigen dann. Also ich werde jeden Trainer gegen jeden Trainer kämpfen, den wir finden. Wir müssen natürlich die Levels und die Erfahrungen mitnehmen. Er hat einen Carpador. Witzig. Witzig. Ein Makago. Das ist was für Michael. Einmal Lehmbrühe. Und das Ding ist Geschichte. Wir haben's. Wir haben's. Ein Togepi. Kommt als nächstes. So, Lehmschuss. Wertbubenabteilung mit Schwebe. Bist du bescheuert? Wunschtraum. Was macht Wunschtraum? Heilen? Ich habe keine Ahnung. Ist auch schon egal. Das Togepi ist besiegt. Ein Voltenso kommt als nächstes. Ne, da bleiben wir mit Michael drin, denn Michael ist ein Boden-Pokémon. Und da haben... Und Niesel lässt es sogar noch regnen. Hat alle KP, okay, der Wunschtramp heilt. Hatte ich es richtig im Kopf. Wir können jetzt hier sogar noch den Lebensuhler machen, um die Elektroattacken zu schwächen, aber macht er keinen Sinn, wenn sie eh gar keine Wirkung mehr davon haben. Das Voltenso ist besiegt. Das war eigentlich fast klar. Ein Feuerriegel. Oh. Süß. Ach, das ist instant K.O. Das ist keine Herausforderung für uns. Was? Also, ich meine, was?
Ich glaube, dass hier irgendwas reingeflogen ist, irgendwie direkt oder so. Die ist richtig schwergängig, die Viereckklasse. Ah, jetzt geht's wieder besser. Naja, nicht ganz. Irgendwie fehlt der Druckpunkt. Das ist irgendwie nicht so gut. Keine Ahnung, Schutz wirkt nicht mehr. Okay, ich wollte hier eigentlich nur hochgehen und dann wieder runter. Um das zweite Item zu holen. Das holen wir uns noch, auf alle Fälle. Ich bin ja kein Dummbatz, nicht. Das sind ja nicht von gestern, liebe Leute. Das holen wir uns natürlich sofort. Und ich freue mich so tierisch, wenn wir Shadow ins Team aufnehmen können. Taumeltanz. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber gut. Was soll's? Erstmal hier den Stein. Michael, walte deines Amtes. Und befördere diesen Stein auf diese Schaltfläche. So, der erste Schalter ist frei. Das ist im Übrigen ein richtig geiler Soundeffekt, der geschaltet wird. Und der nächste Trainer kommt. Und wir sind gespannt, was er für Pokémons hat. Unser Servant Robin. Ein Noxia. Er hat tatsächlich ein Kampf-Pokémon. Wow, was ein Zufall. Was ein Zufall, dass wir ein Flug-Pokémon an erster Stelle haben. So ein Pech aber auch. Kann passieren. Jeder macht mal einen Fehler. Metagross. Boah. Okay. Das wird jetzt interessant. Ich muss jetzt. Mein eigenes Pokémon mehr oder weniger fast schon besiegen. Aber mit den richtigen Attacken geht das auch relativ einfach. Na, Psychokinese dürfte uns nicht zu viel anhaben. Na, es hängt unsere Spezialverteidigung. Das ist schon mal schlecht. Das heißt, wir werden Michael nach diesem Sieg auswechseln. Es sei denn, es kommt jetzt ein Donner-Pokémon. Ah, da sieht man es wieder. Metagross ist stark. Aber nur, wenn man es gegen die richtigen Pokémon auch einsetzt. Ein Quapsel kommt als nächstes. Oh, wer hat denn noch gar nicht so wirklich gekämpft? Cartman. Wir vernachlässigen Cartman irgendwie. Wieso? Weil ich Cartman eigentlich immer als extrem stark einschätze. Und Cartman eigentlich nur so... Oh, Bauchtrommel. Wie doof ist das denn? Kapsel ist besiegt. So. Wir holen uns dieses Item. Steinhagel. Das ist gut. Oh, und wir rennen wir das Pokémon. Das ist ein Miltank. Auf 46. Natürlich. Durch Einsatz von Angsthase. Und Leute, ich habe hier irgendwas. So, da bin ich wieder. Oh, Superschutz ist eingesetzt. Gegen diesen Typen hier können wir noch kämpfen. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja, das wollen wir. Nicht, also, du kannst uns mit wir ansprechen. Lieber Rocker, Mia. Oh, ein Lavados. Kampf der Giganten, würde ich mal stark behaupten. Aber das setzt Agilität ein. Das bringt dir relativ wenig hier noch. Und Glut. Oh, es kann immer eine Feuerattacke. Was uns noch fehlen würde, eine Donnerattacke. Unserem Typen entsprechend. Aber gut, Bohrschnabel ist eigentlich ziemlich stark. Wie lange sind wir hier eigentlich schon im Spiel drin? Ich muss mal eben kurz checken. 35 Minuten. Okay. Ziemlich lange also. Ja, macht nichts. Wird halt heute wieder eine etwas längere Folge. Aber wir müssen mal wieder vorankommen hier, liebe Leute. Wir müssen mal wieder vorankommen. Mann,
jetzt doch schon, ich weiß gar nicht in welcher Folge, die 33. Folge. Ich glaube, es ist die 33. Folge jetzt. Und langsam, aber sicher, es kommt ein Latias. Müssen wir so nach vorne, wobei wir jetzt eh nicht mehr lange haben. Jetzt hier die Siegerstraße noch und die Pokémon-Liga gibt es dann eh in einem Teil. Es wird dann so eine Hour of Power wahrscheinlich, eine ganze Stunde lang gegen die Trainer kämpfen, aber das in zwei Teile aufzusplitten wäre doof. Das Finale, das Grande Finale kommt auf jeden Fall in einem Stück. Das heißt, wir haben jetzt die Folge noch. In der nächsten Folge machen wir dann die Siegerstraße fertig. Und dann kommt schon die Pokémon-Liga. Also wir haben jetzt nach der noch zwei Folgen und dann ist es wahrscheinlich vorbei, wenn entweder verlieren wir oder wir gewinnen. Eines von beiden wird eintreffen. Und dann gibt es wahrscheinlich sogar noch ein Best-of. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was für ein Pokémon das kommt. Oh, ein Bisaflor. Was haben wir gegen Bisaflor? Tor oder Tina. Psychokinese, Bisaflor ist ja Pflanze Gift, soweit ich weiß. Cartman. Cartman braucht Erfahrungspunkte, würde ich jetzt fast mal sagen. Lockduft. Oh, ist ganz gut. Das senkt unseren Angriff. Na, der Fluchtwert senkt. Ah ja, gut, solange es kein Geofissur nicht kann. Was willst du? Was hast du vor, liebes Bisaflor? Wow. Das war sogar ziemlich stark. Mit zu viel Schaden habe ich nicht gerechnet. Okay, das war's schon. Cartman ist einfach der Übershit. Ganz einfach. So. Dann gehen wir noch hier hoch. Ich denke mal, wir machen hier die Ebene noch fertig. Retro-Brief. Wieso finden wir immer so viele Briefe? Das ist eigentlich ziemlich doof. Hier hinten gibt es noch ein Item zu holen. Notsituation. Oh, na toll. Okay, dann kämpfen wir noch gegen diesen Trainer und gegen den Trainer, der hier so hin und her läuft. Und dann lassen wir es für heute gut sein. Ein Enikoro auf Level 48. Respekt. Ach, Gesang. Ich brauche unsere Pokéflöte. Damals. Wie hätte es in die Kuro setzt jetzt nochmal gesagt, ein okay, du Plexip. Und nach diesem Kampf muss ich unser Tor heilen. Definitiv. Definitiv. Eine Kuro bekommt 1400 EP und wir besiegen Rocker Chloe. Ich finde es lustig, wie eigentlich bei jedem Trainer das Geschlecht vertauscht ist. Also ich glaube, wir haben noch nicht gegen einen gekämpft, der einen passenden Namen zum Geschlecht hatte. Ich glaube es zumindest. Man kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich meine fast. So, Michael Halmer hier auch noch. Und dann noch gegen diesen einen Trainer hier. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Hm. Überleg dir das nochmal genau. Mallory. Hier auch wieder. Das Geschlecht vertauscht. Ein Azumarill. Wieso kann Thor nach wie vor noch keine Donnerattacke? Verdammt, es wird uns so vieles vereinfachen.
Ein Stein, also wenn Meteoros Steinhagel lernen könnte, Leute, das wäre auch ziemlich geil. Statt Hornattacke. Kommt mir jetzt gerade so nebenbei, weil ich gerade so überlege, was ich mit Steinhagel am besten anstellen könnte. Das wäre ein guter Erdbebenersatz, hätte ich jetzt fast mal gesagt. Zwirlicht. Das ist eine Aufgabe für Tina. So, Psychokinese. Und dann haben wir den Trainer auch geschafft. Und wir können es für heute beenden. Haben eh schon wieder viel zu lange hier gespielt. Aber wir haben Nachtara gefangen, Leute. Wir haben Nachtara gefangen. Okay, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, wir machen das nächste Mal hier weiter. Also nicht ich hoffe, sondern wir machen das nächste Mal hier weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert uns und wir sehen uns wieder. Bis dann, Leute. Ciao.